Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch gerne meine Swaps vom Teamtreffen zeigen. Ich kann euch noch ein bisschen mehr zeigen als die Swaps und ich habe mir gedacht, ich nehme es einfach auch für mich auf, weil ich das so schön finde und weil es so eine ehrvolle Sache ist, wenn man so tolle Geschenke bekommt. Und deswegen kommt von mir jetzt auch noch ein Video zu meinen Swaps vom Teamtreffen 2024. Also unser Teamtreffen ist jetzt schon ein paar Wochen her und ich habe jetzt einfach langsam aber sicher alles aufgeräumt, was da so entstanden ist und dachte mir, ich setze mich jetzt einfach mit euch hin und schaue mit euch gemeinsam nochmal die Swaps an, weil die einfach so schön sind. Und dazu zeige ich euch auch noch ein paar kleine Osterinspirationen. Also schaut gerne nochmal mit und freut euch gerne mit mir, denn ja, es ist einfach wunderschön. Swaps sind so kleine Tauschprojekte, die man normalerweise beim Onstage und bei so großen Veranstaltungen von Stampin' Up! Tauscht oder auch bei Teamtreffen oder ja genau, also wenn man sich ja halt trifft als Bastler, das heißt jeder bastelt eine gewisse Anzahl, wenn man weiß, wie viele Leute kommen oder wie viele Leute mitswappen, kann man das vorher festlegen oder man macht halt eine gewisse Anzahl und tauscht dann einfach mit jedem, der einem über die Füße hüpft. Und wir haben es natürlich gewusst, wie viele kommen und wir haben dann miteinander geswappt und das ist einfach so schön. Dieses Jahr haben wir es auch so gemacht, dass wir gemeinsam die Swaps dann ausgepackt haben und das war nochmal viel schöner, weil man die Reaktion der anderen mitbekommt und weil sich jeder nochmal mitfreut und ja, das war richtig toll und das werden wir mal wieder so machen. Und ich fange einfach an, also ich habe hier noch einen ganzen Karton stehen, gell? Das ist nicht alles, was ihr hier seht. Ich fange jetzt aber kurz an mit der Osterinspiration. Ich weiß, Ostern ist auch schon vorbei, aber ja, man braucht es ja immer wieder. Und ich fange jetzt hier einfach mal an mit dieser kleinen, total süßen Osterbox mit einem kleinen roten Osterhäschen von der Karin, habe ich das bekommen. Und die Karin hat auch einen genial coolen Swap gemacht, den zeige ich euch auch gleich. Hier ist also so eine kleine Banderole rum und wenn man dann die Box aufmacht, verbirgt sich hier. Ich glaube, es ist ein Stift oder könnte es auch ein Radiergummi sein. Da muss ich nochmal genau mich informieren. Und die Box ist eben auch so cool gestaltet, dass das hier so schön aufliegen kann. Mit dem Designerpapier innen auch nochmal wunderschön. Ganz süß und filigran auch gebastelt. Und der Rahmen ist einfach auch toll. Also diese Banderole mit den kleinen süßen Häschen. Oh, wunderbar. Und passend dazu gibt es diese Karte. Also das ist das Set wunderschön. Ich habe es jetzt noch nicht rumgewickelt, aber das Set natürlich auch ganz perfekt. Und diese Karte finde ich auch genial schön, weil die hier diesen wunderschönen Rahmen hat. Eigentlich einfach, glaube ich. Also so vom... Es sieht wunderschön aus. Steht hier auch so ab, also hat so Dimensionen und sieht richtig toll aus. Im Hintergrund auch noch die tolle Prägeform eingearbeitet. Also das könnte ich auch mir gut vorstellen. Das könnte ich auch noch basteln. Das finde ich richtig cool als Umrahmung von dieser Szene mit dem kleinen Hasen. Und dass dieses Strukturmuster macht sich auch wahnsinnig gut im Hintergrund. Innen sind noch ein paar Grüße für mich. Und das war so eine kleine Osterüberraschung von der Karin. Total süß. Und weil ich es halt gerade jetzt hier habe, muss ich sagen, die Karin hat auch einen mega genial coolen Swap gebastelt. Der ist nicht nur wunderschön, der ist auch total süß vom Geschenklein her. Jeder durfte sich da ein kleines Tierchen aussuchen. Und da ist noch was verborgen, das packe ich jetzt exklusiv mit euch aus. Ich habe schon bei den anderen gespitzelt, aber ich habe mich nicht getraut, die schöne Verpackung aufzumachen. Also so schön. Nicht von der Stange und nur für dich steht hier drauf. Und dann kann man das hier so aufmachen. Also es ist echt eine genial coole Verpackung. Und wenn man das so anschaut, also das sieht auch mit diesem Papier einfach nur super cool aus, dass da so nach hinten geht. Und dann packt man hier so ein kleines süßes Tierchen aus. Das ist auch so süß. Ich habe jetzt eine kleine Katze ausgesucht und das kann man dann auch auf den Schreibtisch stellen und kann dann da irgendwas hinmachen. So wie so eine kleine Mini-Pinnwand quasi. Und da hinten verbirgt sich dann einfach noch eine geniale Karte. Ja, ich kriege sie auch so raus. Aber normalerweise kann man die natürlich super öffnen, ist ja klar. Und jetzt gebt Obacht. Halt, da fehlt was. Hier ist nämlich auch noch eine süße kleine Banderole mit Schmetterling außenrum gewesen. Hoppala. Und dann... Wie genial ist denn das? Oder in Mini-Format. Diese Karte habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die habe ich in Massenproduktion zur Hochzeit gebastelt. Kann ich auch gerne verlinken, das Video zu dieser Kartenform, aber in größer. Und in dieser Mini-Form finde ich das so süß. Och, und wahnsinnig aufwendig zu basteln. Der Mechanismus ist ein kleines bisschen anders, wie auf meiner Karte, würde ich sagen. Cool. Also Karin, herzlichen Dank für diesen wahnsinnig coolen Swap. Das ist einfach nur super, super schön. Und
so liebevoll und mühevoll gestaltet. Das ist einfach klasse. Vielen, vielen Dank. Die nächste Osterkarte, also ist wieder ein bisschen Osterinspiration, ist von der lieben Barbara. Von ihr bekomme ich auch immer so schöne Karten. Die macht wirklich tolle, tolle, tolle Karten. Und auch diese Karte ist total schön. Hier im Hintergrund das Besondere auch mit diesem abgerissenen Etikett, mit dem Pergamentpapier. Und was ich auch total cool finde, ist diese Art, das zu hinterlegen von dem Etikett. Das ist auch sehr ungewöhnlich, finde ich. Also es ist ein schönes Etikett und dann hinterlegt mit zwei Streifen oben und unten. Und es passt dann so perfekt zusammen. Also das finde ich eine richtig coole Idee und so eine kleine besondere Feinheit. Auch diese Glitzerpunkte auf den Blümchen sind irgendwie besonders. Weiß nicht genau, ist das ein Stift vielleicht? Die hat sie hier überall noch drauf gemacht. Also wunderschöne Karte. Vielen Dank, liebe Barbara. Und ich bleibe auch noch kurz bei der Osterpost. Von der Marlies habe ich auch so eine schöne Karte bekommen. Ich muss euch das mal zeigen. Das sieht auch wunderschön aus. Mit so einem Glossy. Seht ihr, die Blumen sind so glossy. Also mit so glänzendem Stift eingefärbt, würde ich sagen. Ein Häschen in Dimensionen, frohe Ostern. Ich finde, die Karte ist wunderschön. Total schön von den Farben, frühlingsfrisch und ja, richtig toll. Und ich wollte euch das noch kurz zeigen. Innen ist noch so ein kleines Häschen und ich habe sogar eine kleine Hasenstandsform bekommen. Ich finde das so süß. Ich habe extra nochmal nachgefragt, weil manchmal verliert man so eine kleine Form und nicht, dass die sich heimlich in die Karte geschlichen hat, aber das ist Absicht und das finde ich so süß. Dankeschön, liebe Marlies. Und von der Anna habe ich auch eine wunderschöne, richtig tolle Osterkarte bekommen mit dem Kreuz und dem auferstandenen Herrn und dem Tuch da drumherum. Also wunderschön, gesegnete frohe Ostern. Ja, richtig klassisch und toll gemacht. Und auch die Anna hat einen genialen Swap und den zeige ich euch jetzt im riesengroß. Und auch einfach nur genial schön. Und die Anna hat sich so eine Arbeit gemacht. Die Anna war leider nicht da, die konnte nicht zum Treffen kommen, hat aber trotzdem mitgeswappt. Und hat dann für jeden noch extra die Namen drauf gemacht, noch ein bisschen gefragt, wie die Lieblingsfarbe ist. Und das ist einfach nur wunderschön. Das ist eine richtig große, dicke Box. Sie hat also hier die Banderole gemacht und es duftet schon richtig gut. Die Anna ist nämlich ein Künstler im Selbermachen von, ich mache es hier mal vorsichtig auf, oh, Seifen. Ein kleines Sträußchen für jeden. Also das ist so eine Arbeit. Also Wahnsinn. Hat sie wirklich für jeden eine Seife gemacht. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich finde es immer so schade, das aufzureißen. Ich lasse es mal noch verpackt. Also ich glaube, die Farben haben, die Seifen haben noch unterschiedliche Farben. Und also und dann hat sie noch nicht aufgehört mit ihrem Swap. Der ist ja noch nicht fertig. Sie hat noch jedem so ein kleines Buch eingepackt. Und ich bin echt überwältigt von diesen ganzen tollen Sachen, die ich da bekommen habe. Und da seht ihr, der Kolibri hat unterschiedliche Farben. Der Einband ist so mit Liebe gestaltet. Und sogar innen hat sie teilweise die Seiten noch gestempelt und hat da so ein kleines süßes Heftchen gemacht. Und ich glaube, dass das auch selber gemacht ist, genäht. Also ich finde es nur mega, mega, mega. Und ich weiß gar nicht, da fehlen einem die Worte. Das ist echt klasse. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Es ist wunderschön. Und das wird absolut in Ehren gehalten. Ich habe jetzt hier einen tollen Swap. Also das ist von der Pepe. Ich muss nur immer, dass ich es richtig sage, weil wir haben eine Peze und eine Pepe. Die Pepe findet ihr hier. Pepes Kartenwerkstatt. Und, also ich habe es jetzt schon ausgepackt. Ich wollte euch erstmal die Außenhülle zeigen. Die ist also riesengroß, total schön und schick und mit dem tollen Blumenpapier. Bei ganz vielen Swaps konnte man sich auch die Farben aussuchen. Also da konnte jeder noch sein Spezial aussuchen und das ist einfach nur toll. Sie hat hier einen Freundschaftsgruß drauf gestempelt und mit dem Blümchen so schön gestaltet, ausgestanzt. Also einfach total harmonisch und wunderschön. Und hier oben ist diese Eingriffstasche. Und dann, ach ja, was soll ich sagen? Dann nähen die auch noch, weißt du? Also die können ja wunderschön basteln und sind kreative Köpfe und dann können die auch noch nähen, meine Mädels, die sind so toll. Also so cool, so ein kleines Anhängerchen mit Reißverschluss, da kann man was Süßes reinmachen. Schön, oder? Also einfach nur total hübsch.
Da gab es auch verschiedene Designs. Es gab auch, glaube ich, eins mit Ankern. Das fand ich auch total schön. Ich habe jetzt hier eins mit einer Elfe bekommen oder mit einer kleinen Fee. Also wunderschön. Wunderschöne Farben. Einfach eine genial tolle Idee. Vielen, vielen Dank, Pepe. Das ist so schön. Als nächstes kommt hier ein wunderschönes Element oder wie sagt man da, eine wunderschöne Verpackung, das ist von der lieben Franny und das ist auch wieder so schön. Das ist einfach ein toller Stil, den die Franny hat und das ist so toll. So schön mit dem Papier. Im Hintergrund ist das mit der Schrift noch geprägt. Ich weiß nicht genau, ob es in der Kamera rauskommt, aber das sieht einfach toll aus und wäre auch ein super schöner Kartensketch, also aus Karte total schön. Und dann kann man hier, also das ist auch wieder was, da war ich zu Tränen gerührt, muss sagen. Da macht man hier hoch. Und dann kommt da noch ein Bilderrahmen raus. Da kann man theoretisch auch ein Foto einkleben. Also wenn ihr das für jemand basteln wollt, dann kann man da das Foto reinmachen. Und dann, ja, dieser Text, Team, diese Gestaltung, einfach nur perfekt. Wunderschön, total edel. Und was auch total cool ist, wenn ihr das als Foto nachbasteln wollt, dann habt ihr hinten zum Beispiel auch noch so einen kleinen Aufsteller und könnt euch das dann auch noch so hinstellen. Oh. Also das wird in meinem Bastelzimmer stehen bleiben, auf jeden Fall, so ausgestellt auch. Weil das ist einfach nur wunderschön. Von unserer lieben Franny. Schaut gerne bei ihrem Kanal vorbei, Liebstes Grün hier auf YouTube. Da findet ihr die Anleitung. Wunderschön, wirklich wunderschön. Dankeschön. Dann habe ich was bekommen für kleine Naschkatzen. Das ist von der lieben Sabine. Und ja, da ist erstmal eine ganz, ganz süße, schicke Verpackung. Die finde ich voll cool und voll witzig. Und ja, hier sind lauter leckere Sachen drin. Ihr seht schon eine goldene Kugel und oh, ich glaube, ich habe Hunger. Ich habe es noch nicht aufgemacht, weil allein die Schleife schon so schön ist und ich die immer nie so schön hinbekomme. Also eine ganz, ganz tolle Tüte. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Wunderschön. Und dann habe ich hier noch zwei süße Sachen bekommen. Das ist also der Swap. Das war einfach so. Und das ist auch so schön. Das ist eine so genial tolle Verpackung, finde ich. Und auch das Papier ist wunderschön mit dem kleinen Gruß vorne drauf gestempelt. Das ist also so eine hohe Verpackung und eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 eckige Verpackung. Und wenn man dann hier aufmacht, dann passt da so eine kleine süße Keksverpackung rein. Finde ich total witzig. Passt so richtig perfekt und sieht genial schön aus. Vielen, vielen Dank. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Farbkombi total toll. Und dann habe ich noch so einen kleinen Heulbilderrahmen bekommen, muss ich sagen. Die Verpackung geht ein bisschen schlecht auf. Einfach so, weil es dich gibt. Da ist so ein kleiner Bilderrahmen drin. Gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Sowas macht mich auch immer recht emotional. Auch total süß. Vielen, vielen lieben Dank. Als nächstes kommt was total Witziges. Das ist nämlich das hier. Von oben und von vorne zitronig. Und da waren ganz viele Früchte zum Aussuchen. Das ist von der lieben Sina. Da gab es auch eine Melone. Und das finde ich total witzig. Da ist so ein kleiner. Einmal Sinas Bastel-Eck. Also es ist eine coole Stanzform, die man da so zusammenbauen kann. Ein Lemon-Guzzi und ein cooler Labello. Lippenbalsam mit Limette natürlich, also richtig passend, alles ineinander rein. Total witzig und total coole Verpackung. Finde ich total schön. Und ja, das hat uns auch, oder mich persönlich auch ganz cool angesprochen, weil das alles so frisch und ja, so richtig lecker ausgeschaut hat, diese Früchtchen da in dem Korb. Also das war wie zum Anbeißen, das war total cool. Vielen Dank, Sina, das ist eine richtig coole Box. Dankeschön. Jetzt kommt wieder eine genial schöne Box auch wieder, also mit einer ganz besonderen Form. Die ist von der lieben Petra. Auch da hat man sich so ein bisschen die Farben aussuchen können. Wunderschön. Hier oben mit unterschiedlichen Glitzerblüten. Einmal, glaube ich, mit Wink of Stella und einmal mit einem besonderen Papier und kleinen Schmetterlingen und so einen kleinen Strauß aus Lavendel mit dem kleinen Für dich-Schildchen. Also wunderschön, total süß gestaltet. Und die Box ist auch total schön einfach. Also diese Form ist toll. Und dann hat sie uns tatsächlich noch ein ätherisches Öl da reingepackt. Und also wunderschön. Das passt natürlich auch zu dem Lavendelpapier so richtig gut.
Und hier ist, glaube ich, eine Anleitung drin, was man damit alles machen kann. Ja, für was es alles gut ist. Und ja, die Pilze ist so unser Herzensmensch, also der absolute Herzensmensch, glaube ich. Und ja, das war so schön, dass sie mit dabei war. Und sie hat dann tatsächlich am nächsten Tag auch noch Geburtstag gehabt. Also es war echt mega genial. Da haben wir dann zusammen noch gefrühstückt, alle zusammen. Und jeder hat noch ein kleines Päckchen für sie dabei gehabt. Und das war einfach so schön. Und das ist auch so ein Herzensgeschenk von dem Herzensmenschen. Und ja, einfach nur wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Pilze. Jetzt kommt was für eine kreative, super coole Idee. Ist das eigentlich? Also, oh, schau mal, ich habe sogar zwei drin. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Das ist so witzig. Die Nadine von Hängebauchmaus, also hat hier eine Sache gemacht, die einfach nur gigantisch ist, finde ich. Und die Idee, also wie kommt man auf diese Idee, das nachzubauen? Alle drin. Seht ihr das? Also die drei Kugeln, die da wackeln, die kann man da reinspielen. Und jetzt kann ich natürlich die Verpackung nicht mehr zeigen, weil jetzt habe ich ja die Kugeln geschafft, oder? Ich zeige es euch mal so. Nee, ich musste schon rausmachen wieder. Also hier außenrum sind die Häschen gestaltet. Das ist also wie so ein großes Osterei. Allein schon die Verpackung. Ja, allein die Verpackung ist schon wieder genial. Dann aber diese Idee mit den Kugeln ist einfach nur mega. Und dann auch noch, der Inhalt ist super. Also ein Tag ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos, total witzig. Und ja, einfach nur eine geniale Idee. Ihr findet die Nadine hier auf Hängebauchmaus. Schaut unbedingt bei YouTube bei ihr vorbei. Und ich bin echt total geflasht, wie man so coole Sachen machen kann und so auf diese Idee mit diesem Spiel da oben kommt und das dann für alle so nachzubasteln. Also wieder auch eine hammermäßige Arbeit und einfach nur total genial und super schön. Total witzig. Also Nadine, das ist echt. Da kann man nicht aufhören, versuchen, die Kugeln da in diese Löcher reinzukriegen. Und ich hoffe, es kommt raus. Das ist echt eine geniale Idee. So eine coole Sache. Dankeschön für diesen mega genialen Swap. Ich habe hier noch ein Osterkörbchen, das darf nicht fehlen, das hatte ich nämlich schon rausgestellt. Das ist auch schon ein bisschen leerer geworden, also es war sehr voll und ich habe schon ein bisschen was gesnackt, so gut wie alles eigentlich. Das ist auch ein total schönes Körbchen. Das könnt ihr super auch als Picknickkörbchen zum Beispiel verwenden, wenn ihr hier jemandem ein kleines Picknick schenken wollt oder vielleicht auch als Nähkörbchen, finde ich das ganz cool. Oder tatsächlich könnte man auch ein Vogelhaus draus machen, ist mir noch eingefallen. Und ja, so eine, hoppala. So eine kleine Shopping, Entschuldigung, jetzt bin ich an die Kamera gestoßen, so eine Shoppingtasche. Ja, einfach total cool. Zum Osterfest ein lieber Gruß. Das ist von der lieben Sandra. Und hier drin ist noch ein bisschen so Tü-tü-tü. Das war so witzig, weil sich jeder so über diese kleinen Sachen gefreut hat, die da drin sind. Zum Beispiel diese witzigen Frösche. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Schmetterlinge, Marienkäfer und so. Und halt, da war noch ganz viel Süßkram drin. Und ihr seht, ich habe das schon alles gemampft. Total süß, total schöne Box. Super universell einsetzbar, würde ich sagen, für sämtliche Themen. Und ja, vielen Dank für diese geniale Verpackungsidee und für den leckeren Inhalt natürlich. Wir kommen zu Caro und bei Caro muss es glitzern. Das ist ja mal total klar, oder? Also, wir haben hier eine richtig coole, mega aufwendige Box, würde ich sagen. Also zumindest sieht sie so aus. Ich habe sie noch nie gebastelt, aber die ist mit dieser coolen Ecke, sieht wirklich genial aus und natürlich als Highlight auch die ganzen Glitzersteine drauf. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber sie hat für alle Swaps enorm viele Glitzersteine verbraten. Dann mit einem schönen Herz und Schmetterlingen und natürlich auch dem Goldschimmerpapier, nur für dich. Einfach total schön. Und da unten kann man das aufmachen und auch diese Verpackung riecht, oh, total lecker. Weil unsere Caro ist eine Do-it-yourself-Meisterin vor dem Herrn, würde ich sagen. Also wirklich gigantisch, was die Caro alles machen kann selber. Seifen und Kerzen und frag mich nicht. Guckt alle mal bei Caro auf dem Kanal vorbei. Hicke scharf kreativ heißt sie. Also hier unten seht ihr das auch. Und ja, das ist eine feste Bodylotion, eingepackt in so ein schönes Beutelchen. Und ja, was soll ich sagen? Caro, du bist einfach der Hammer, was du alles kannst und was du alles machst. Und vielen Dank, dass wir da teilhaben dürfen und von dir immer so tolle Sachen bekommen. Das ist einfach nur wunderschön und genial. Vielen Dank auch für diese tolle Verpackungsidee. Die nächste Box, ich habe noch ein bisschen Platz, hat auch einen coolen Mechanismus und eine coole Verpackungsidee. Das ist
der Swap von meiner Mama. Die war auch dabei beim Teamtreffen und das ist immer total schön, weil die ist auch so fast infiziert und liebt es, glaube ich, auch total, dass sie da auch unter Gleichgesinnten ist und dass sie da ja auch ihre ganze Kreativität in den Verpackungen und in allem auslassen darf. Und das ist einfach schön, dass ich sie da dabei haben darf und so eine schöne Unterstützung habe. Und sie hat sich hier was auch genial Cooles einfallen lassen. Erstmal eine wunderschöne Verpackung. Ich finde das Papier total toll. Das kennt ihr vielleicht noch, das ist Pfingstrosenpapier. Das mag ich sehr gerne. Als Spruch konnte man sich aussuchen, ob man was Bayerisches mag oder ob man was aus Hochdeutsches haben möchte. Und sie hat hier was ganz Cooles gemacht und hat sich da etwas den Kopf zerbrochen, wie man das denn verschließen kann, weil da oben was rausschaut. Und weil man schnell an den Inhalt kommen müsste manchmal. Denn, also wir machen das jetzt hier auf, das kann man einfach so hochziehen. Coole Idee einfach. Ich habe sie hier mit Laschen verschlossen. Und sie hat für jeden ein Glas graviert selber. Also so ein kleines süßes Glas. Da steht drauf, kleine Auszeit. Und sie hatte halt eigentlich ursprünglich die Idee, dass sie die Gläser vor Ort graviert. Für jeden, was er halt möchte, als Spruch drauf. Aber dadurch, dass das Gerät relativ laut ist, hat sie sich dann dagegen entschieden. Aber das war der Hintergrund, dass man schnell an den Inhalt kommen muss, sozusagen. Wenn sie für jeden das Glas macht, dann will sie das natürlich auch schnell wieder verpacken. Und dann hat sie da sich viele Gedanken um diesen coolen Verschluss gemacht. Und der ist wirklich gelungen. Und dann schaut da oben auch noch was raus. Das macht ja den Verschluss noch schwieriger, weil wenn das nur ein normaler Deckel gewesen wäre, dann wäre das ja auch nicht so wild gewesen. Aber durch das, dass diese Chai-Latte da oben noch rausschaut, musste das schon was Besonderes sein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wunderschöne Verpackung. Coole Idee, dass sie einfach oben mal offen ist und so ein schönes Glas. Dankeschön. Die nächste, auch wieder mega gigantisch coole Idee, ist von der lieben Heike. Schön, dass du da bist. Ah ja, hier ist der Stempelloft, findet ihr die Heike? Und das ist auch eine coole Idee als Geschenk und auch eine coole Idee als Verpackung, obwohl ich jetzt nicht sicher bin, ob das gut, also im Video, ob man das gut erkennen kann. Also man hat hier ein großes Einschubfach hier vorne und das sieht aus wie so ein Hemd. Also, oder man könnte das super als Hemdkarte machen. Das war so mein erster Gedanke, als schickes Hemd verpacken sozusagen, vielleicht auch mit Knöpfen oder so. Sie hat das total schön gefalten. Und das Geschenk, was da drin ist, ist ein selbstgemachtes Wachstuch. Ich wusste auch nicht, dass man das selber machen kann. Also ist ja im Endeffekt dann logisch, aber da denkt man halt nicht dran. Und das ist halt toll, dass die Heike, auch die Heike ist unser selber macht, do it yourself, super Profi. Wir haben da mehrere im Team, das ist einfach nur genial und toll. Und ja, die Heike kann das. Das ist einfach cool. Also wunderschön. Mit einer kleinen Anleitung. Selber gemacht. Wahnsinn, oder? Also gigantisch. Ich fand die Idee schon super genial und dann, dass es auch noch selber gemacht ist, das ging mir gar nicht in den Kopf. Okay, und hier vorne hat sie noch die Rosen drauf gestempelt, ganz schön und das so eigentlich farblich auch ganz gut gemacht, weil hier vorne ist so bunt, dann schwarz-weiß und dann nochmal das bunte Tuch. Finde ich total schön. Vielen, vielen Dank, Heike. Wunderschön und wirklich eine geniale Idee. Jetzt, Leute, jetzt müsst ihr euch auch festhalten, weil das ist wieder mal gigantisch. Also es ist ja alles so gigantisch und es ist noch nicht zu Ende. Aber das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, Wahnsinn, wie viel Arbeit ihr euch gemacht habt. Und ja, ich habe die Swaps so ausgepackt oder bekommen und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, nein, oh Gott, nein, oh Gott. Und ich habe so einen einfachen Swap gemacht. Klar, ich hatte noch andere Sachen zum Organisieren, aber wenn ich das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Und so ist es auch bei diesem Swap. Also es ist bei allen so, aber bei diesem auch. Dieses Swap ist von der Beate. Und allein dieses Äußere mit dieser Blume, die sie selber gemacht hat. Für, ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir waren, wo wir geswappt haben, aber gut über 10, also eher 15 bis 18. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, weil das kann ich mir aber nicht merken, aber. Und das dann eben halt für so eine große Anzahl zu machen, ist einfach nur gigantisch. Schöne Augenblicke sind das Glück des Lebens, steht hier. Ein Blümchen für dich. Und dann macht man die Verpackung so auf. Das ist so ein schöner Deckel. Und dann hat man hier, voll cool, eine kleine Explosionsbox mit einem Schildhalter, würde ich das jetzt mal sagen. Und ihr könnt dann diese Sprüche auch noch wechseln und könnt sagen, okay, ich möchte noch schöne Ostern.
alles selber gemacht, geplottert. Wahnsinn, oder? Also das finde ich so eine geniale Idee auch wieder. Also ich weiß auch nicht genau, wie ihr alle auf diese Ideen kommt. Das ist wirklich krass. Liebe, liebe Lache. Also wunderschön und das so toll verpackt in dieser Box. Ah, einfach toll. Einfach nur total gigantisch toll. Wunderschön. Und das ist ja noch nicht mal alles. Also sie hat ja noch einen zweiten Teil gemacht. Ich meine, wie wird ja das schon 10-mal langen? Dieser Aufwand und diese Arbeit. Alles so mit Liebe gestaltet. Und dann hat sie noch eine zweite Verpackung dazu gemacht. Ein kleines Stück vom Glück für dich. Da ist auch die Verpackung so schön geprägt. Hat hier so eine Banderole. Ich glaube, die kann man auch wegschieben. Ich probiere es jetzt mal. Ja, genau. Man kann die natürlich auch ganz normal aufmachen. Und dann sieht man dieses schöne geprägte Papier. Ich glaube, das kommt auch in der Kamera richtig gut raus. Das schaut ganz toll aus. Und da ist jetzt noch was Süßes drin. Also wunderschön und gigantisch viel Arbeit. Wirklich, Beate, ich bin total überwältigt von dieser Arbeit und von dieser Liebe, die du da in das alles gesteckt hast. Und ja, herzlichen Dank für alle eure Mühe, von allen. Wirklich, es ist einfach nur genial. Okay, das nächste ist ein großes Kuvert und sieht auch total cool aus von außen schon, oder? Die Andrea hat uns das hier ganz toll in so ein großes Kuvert verpackt. Und jetzt kommt der absolute gigantische Innenteil raus. So. Ta-ta-ta-ta. Wie schön ist das denn? Also sie hat hier für jeden ein Aufhängerchen gebastelt. Das kann man dann nachher schön aufhängen. Ach, ich weiß nicht. Also das ist so wunderschön. So detailreich, so liebevoll gestaltet. Einfach nur zauberhaft schön. Da fehlen einem auch die Worte. Also es ist auch wieder sowas, wo ich mir denke, Wahnsinn, wie schön. Hier hat sie, glaube ich, sogar die Punkte selber hingemacht, oder? Oh, cool. Also kreativ, auch so schön mit diesem kleinen, das macht es nochmal richtig cool. Und so einen schönen Rahmen gebastelt, wo man sich dann aufhängen kann mit den schönen Gänseblümchen. Alles so liebevoll gestaltet, die ganzen Stanzen, das Geprägte im Hintergrund und einfach nur wow. Also das ist auch wunderschön. Schaut gerne bei Andreas Kartenwerkstatt vorbei. Sie hat da auch eine Anleitung und ja, es ist gigantisch. So viel Arbeit, so viel Mühe und so wunderschön. Vielen, vielen Dank, Andrea. Da fehlen mir die Worte, muss ich sagen. Einfach nur total schön. Jetzt wird es langsam ein bisschen eng, aber ich habe noch was. Ich habe ja auch noch ein Schleifchen gefunden. Oh. Vielleicht war das noch irgendwo dran. Da muss ich nachher noch gucken. Hier kommt noch eine wunderschöne Verpackung. Also mega cool. Ich habe hier ja, also dieses Set hat mich total angesprochen, auch das Papier schon im Katalog. Und das ist wunderschön. Das ist auch farblich genau meins, also genau meins, meine Farben irgendwie total schön kombiniert. Und hier oben kann man super auch als Lesezeichen benutzen. Nimm dir Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Das ist von der lieben Sarah und das ist auch so schön gestaltet und so eine tolle Box, so edel. Und die Sarah hat auch so einen ganz besonderen Stil, finde ich, einen ganz tollen. Und das ist eben so eine Schiebebox, wo man dann hier eine große Schokolade unterbringt. Also wunderschön. Wirklich total toll. Und was ich hier zum ersten Mal gesehen habe und was ich mir sofort am liebsten bestellt hätte, wären die Korkteile gewesen. Und jetzt gibt es die nicht mehr. Das ist eine Schweinerei. Die fand ich total cool und habe gedacht, ja, das brauche ich, das ist richtig schön. Aber leider habe ich sie nicht mehr bekommen. Aber wirklich total toll. Und hier oben diese Stanzform, ich weiß nicht genau, wie die Videos online gehen, aber ich habe versucht, diese Stanzform nachzubauen, weil ich die so toll fand und habe die in dieser Karte selber gemacht. Seht ihr das? Das war so ein bisschen die Inspirationsquelle, wo ich gedacht habe, das könntest du auch selber machen. Also, falls das Video schon online ist, verlinke ich euch das jetzt mal hier oben. Das ist nämlich eine ganz tolle Form und ich wollte aber das Set nicht nur wegen dieser einen Stanzform kaufen und dann, ja, hat mich das dazu inspiriert, dass ich das vielleicht auch selber machen kann. Also Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank für diese unglaublich schöne Box. Total toll. Einfach genial. Genau, und jetzt kommt eigentlich noch mein Swap, aber den will ich eigentlich gar nicht zeigen, weil der ist so einfach. Also also ja, ich muss mich da irgendwie verteidigen, weil das ist natürlich im Gegenteil zu den ganzen Meisterwerken, die hier liegen,
ist das eine ganz, ganz einfache, rucki-zucki schnelle Box. Ich habe euch dazu ein Video aufgenommen, das verlinke ich euch auch mal hier oben unter dem weißen i. Das ist einfach nur eine ganz süße, schnelle und kleine Verpackung, die man ganz toll auf den Tisch stellen kann als Gästegoodie. Und ja, das war mein Swap mit einer kleinen süßen Kugel drin. Ich habe versucht, das mir möglichst einfach zu halten, weil ich natürlich noch andere Sachen gebastelt habe, auch die Sachen, die wo die Übernachter haben was aufs Bett bekommen zum Beispiel. Das habe ich jetzt leider nicht. Weiß nicht, ob ich ein Foto gemacht habe. Falls ja, blende ich es euch ein. Und ja, insgesamt die ganze Organisation und die ganzen Anleitungen und so. Also ja, aber trotzdem ist da mein Zopf. Also das ist einfach nur so eine kleine Tüte und der Rest ist einfach nur gigantisch. Und da habe ich mir immer gedacht, oh wei, und wenn ich jetzt dran bin mit meinem Zopf, ich traue mich gar nicht, den zu zeigen. Ja, weil ihr euch einfach so viel Mühe gemacht habt. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und zu guter Letzt kommt noch ein absolutes Highlight. Passt kaum noch in mein Bild hier rein, aber ist einfach nur gigantisch wieder mal. Meine Teamies haben sich wieder was einfallen lassen, um mich zum Weinen zu bringen und total zu überwältigen, weil es so liebevoll und so wunderschön gestaltet ist. Ich habe noch ein ganz tolles Teamtreffen-Buch bekommen mit wie so einer, wie ein Freundschaftsbuch, wo man jeder hat eine Seite gestaltet und ja, allein von außen. Oh, einfach nur gigantisch schön, wirklich total toll mit diesen Seiten gestaltet. Hat auch hier so einen coolen Verschluss. Ist schon gut gefüllt, muss man sagen. Ich lasse den Verschluss jetzt immer auf, weil ich sonst Angst habe, dass die untere Seite mir da rausreißt. Also wunderschön. Wenn mal gucken, ob ich das so im ja, schnellen und möglichst unemotionalen Rahmen über die Bühne bringen kann, euch das vorzustellen. Aber es ist einfach nur wunderschön. Und hier seht ihr, also jeder hat einfach eine komplette Seite gestaltet und hat da persönliche Sachen reingeschrieben mit Fotos. Und ich werde jetzt immer gucken, dass ich diese persönlichere Seite ein bisschen abdecke und euch aber trotzdem so ein bisschen einen Einblick da reingeben kann. Also diese Seite ist von der Peze gestaltet, total schön, bunt, farbenfroh, knallige Farben. Das ist genau der Peze ihr. Und hier im Hintergrund auch noch embossed mit Glitzer und einfach wunderschön in so einen schönen Rahmen gesetzt. Diese Blumen blühen nur für dich. Und auf der Rückseite hat sie dann eben einen persönlichen Text und ein Foto geschrieben. Also einfach nur wunderschön. Und diese Seite ist von der lieben Anna. Finde ich auch total schön. Finde ich eine coole Idee, das wie so kleine Sprechblasen so zu gestalten. Vielen Dank, du bist wundervoll, blumengroß, hab gerade an dich gedacht, aus 100% Kreativität, inspiriert von dir. Blumen sagen mehr als Worte und für dich sind so die Texte. Sie hat die Hintergründe noch mit Glitzerstift angemalt, würde ich sagen, und mit könnte, also es ist irgendein Farbstift koloriert sein, könnte sein, dass es die Blends sind, weiß nicht ganz genau. Ich würde euch jetzt mal nur ein bisschen näher nehmen, dass ihr es besser sehen könnt. Genau, ich habe es mal ein bisschen abgedeckt. Das passt jetzt farblich gerade perfekt. Also hier sind so weiße Kreise mit Text drauf für mich. Und hier die Seiten so abgeschrägt, das finde ich total cool gemacht. Und da hat die Anna eben hier auch noch die Blüten koloriert, total schön. Und ich finde, das sieht richtig toll aus mit diesen Farben als Kombination mit dem Pfauengrün und mit dem Pekanuss. Es ist wunderschön. Und die nächste Seite ist auch einfach total süß und wunderschön. Also da sind halt diese Details, die ihr super als Karte auch umbauen könnt. Ihr könntet das auch als Sketch nutzen und da so einen Kartensketch draus machen. Ich finde das schön mit diesem Abgeschrägten und da ist eben auch noch Platz für persönliche Sachen. Und ja, das hat mich alles sehr, sehr berührt. Ich muss mal gucken. Die nächste Seite kann ich euch auch komplett zeigen. Ja, also das. Die Rückseite ist jetzt auch so gestaltet, dass hier nochmal die quasi die gegenläufige Seite ist. Also hier ist es so rum gemacht und auf der Rückseite ist es genau anders gemacht. Total lustig, also total schön, gute Idee. Und dann eben hier noch mit einem persönlichen Text. Und dann kommt die nächste Seite. Also das ist von der Sarah. Das darf, also das ist immer blöd, wenn ich irgendwas abdecken muss. Also das ist von der Sarah. Totale coole Idee und super umsetzbar als Kartensketch. Und die nächste Seite ist von der Franny. Und ich finde, Franny und Sarah haben sehr schöne, besondere Stile. Und das zeigt sich auch immer auf den Projekten, die sie machen. Und die nächste Seite ist von der lieben Franny. Wunderschön auch. Also alles in allem einfach nur perfekt. Ich weiß nicht, wie die Franny das immer macht. Und die Sarah auch. Die haben da immer irgendwas, wo ich mir sage, wow, das ist vom Aufbau cool. Und
Das ist immer so stimmig. Also finde ich total cool. Und das ist einfach so ein süßer Text. Auch du, ich, Käffchen, würde ich in deiner Nähe wohnen, würde ich mit dir Kaffee trinken gehen. Und ja, ganz viel in diesem Buch hat mich ständig zum Heulen gebracht. Das war echt schwierig, das anzuschauen. Und ich wollte es eigentlich auch gar nicht vor den anderen machen. Aber irgendwie ist man doch so neugierig. Und beim Abendessen habe ich es dann ausgepackt und habe dann, weil es halt schon so vor meiner Nase lag, es haben dann alle angeschaut. Und da musste ich natürlich auch gucken und war sehr emotional. Du bist wie Kaffee, mit dir ist alles besser. Und es passt halt bei der Franny so süß, weil die so eine Kaffeemaus ist. Und ja, total schön. Auch das wäre ein cooler Kartensketch. Und das ist auch so süß gestaltet. Hier oben, das von der Karin, ist noch ein Foto drin. Also wenn man das aufmacht und auseinanderklappt, ist da noch so ein süßes Foto drin. Und hier hat sie eine Schüttelvase gemacht. Finde ich auch voll cool. Richtig schön. Auch das Papier fand ich toll. Also fand ich damals schon so schön und finde ich immer noch toll. Und dass die so funkeln, also es ist auch eine ganz, ganz toll gestaltete Karte und halt, ja, passend vielleicht, weil ich immer irgendwie eine Schüttelkarte gern mag und was, wo man aufmachen kann und so, also ganz süß gemacht. Vielen Dank, Karin. Jetzt kommt auch wieder eine gigantische Seite, die ist von der Andrea. Total witzig, also auch wieder so, nicht nur wunderschön, sondern auch noch mit so viel Gedanken und Überlegungen und mit diesen hingestempelten passend zu der Kreativität, also und dem Herz gerissen und mit den, ach, einfach toll. Wunderschön. Auch das wäre eine coole Kartensketch. So, wenn ihr das in klein macht, wäre das auch schon wunderschön arrangiert. Also das könntet ihr super als Kartensketche nutzen, all diese Ideen. Und auf der Rückseite ist auch schon eine Karte passend dazu. Die kann man also aufmachen und dann ist da auch ein sehr emotionaler Text drin, da war ich auch wieder dran gehockt. ja, einfach wunderschön. Und das, wenn man das jetzt mal so sieht, dass man die Karte ist ja schon so wunderschön und dann noch den Hintergrund, das noch passend dazu gestaltet, das ist irgendwie ein richtiges Kunstwerk, finde ich. Also vielen Dank, einfach nur total toll. Die nächste Seite ist von der Sabine und man sieht es auch, also bei fast allen oder auch bei dem ganzen Album, immer wieder kommen die auf dieses Mohnblütenpapier zurück, weil das einfach ja, eins meiner großen Schätze war und ich finde das einfach so süß, dass ihr das Papier oft auch nur aufhaltet, dass ihr das für mich irgendwie verwenden könnt. Und das ist einfach total cool. Und das ist hier auch wunderschön gemacht. Wäre auch ein cooler Kartensketch. So mit diesen ganzen welligen Etiketten, finde ich schön. Und dann diese Blüte da noch oben drauf gesetzt. Und das ist halt auch ganz süß gemacht hier hinten mit Sprüchen, die da so zusammenpassen und so ein bisschen umrandet sind. Das passt wieder gut mit dem vorderen Teil zusammen. Und ja. Einfach auch nur schön, total schön. Und das nächste ist eben eine Fotoseite. Das könntet ihr auch super als Fotosketchkarte benutzen, dass ihr da diese Gänseblümchen so wunderschön außenrum dekoriert. Diese Seite war von der Sabine und jetzt kommt die Seite von der Sandra, dass ich nicht durcheinander komme. Und hier seht ihr auch passend, das hättet ihr jetzt einen Kartensketch und eine passende Verpackung dazu, oder? Das wäre doch total cool, wenn ihr diese kleine Verpackung von vorher nochmal seht und dazu eine Karte basteln wollt, könntet ihr das genauso in dem gleichen passenden Design machen. Also das von der Sandra, total schön. Und jetzt gucke ich gerade mal hinten. Ja, kann ich euch zeigen. Hinten sind eben auch noch so kleine Klappen eingebaut, also auch wieder an die Mohnblüten gedacht und auch an das hier, das mag ich auch so gern und die, also ich mache ja sowieso alles gern, aber das ist einfach total witzig. Also hier steht drauf, natürlich kann ich ohne Stempel leben, aber wozu? Drei Dinge braucht die Frau. Erstens Stempel, zweitens Papier und drittens noch mehr Stempel. Kennt ihr das vielleicht? Total witzig und ja, sehr aufbauend. Man muss da einfach auch zwischendurch immer wieder lachen. Tränchen verdrücken und gleichzeitig lachen. Also einfach ein wunderschönes Album. Cool. Coole Seite gestaltet. Auch mit diesen verschiedenen Hintergründen irgendwie, also mit diesen knalligen Farben und dass trotzdem alles gut zusammenpasst. Also es wirkt euch jetzt in der Kamera richtig cool. Also auch die Mondblüten mal so ganz anders. Cool. Richtig schöne Idee. Jetzt kommt auch wieder eine gigantische gestaltete Seite. Hier oben kann man ziehen. Und dann hat man hier so eine. Also es ist noch mit Magnethülle, wie das schön klippert. Hier hat man jetzt richtig Platz, dass man noch Fotos unterbringt. Also das ist jetzt auch so ein bisschen aus Fotoseite gestaltet. Und das ist auch so schön. Das Papier war ja auch das, mit dem wir gebastelt haben. Und das gefällt mir eh so gut. Und dann, ach, das ist auch so eine krasse Karte. Also nicht nur die Karte allein, die da schon verarbeitet ist, sondern auch das außenrum mit diesem Blumenarrangement da unten.
Das sieht so schön aus, das ist in Klarlack embossed, würde ich sagen. Es macht sich voll gut, das schaut richtig edel aus. Aber ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Man sieht schon, dass es glänzt, gell? Diese Seite ist von der Caro auch wieder gestaltet. Die Caro hat auch den ganzen Einband gemacht und unglaublich viel Arbeit gehabt auch wieder. Einfach nur wunderschön. Jetzt mache ich mir hier unten aber mal, da wieder ein Foto kommt, noch was drüber. Da ist auch sehr viel persönlicher Text in verschiedenen Etiketten gestaltet. Total schön und total witzig. Auch hier Babsi, auch begeisterungsfähig, authentisch, bodenständig, Stampin' Up, verrückt und inspirierend. Also das fand ich auch total süß, dass man da so die mit dem Namen eben auch spielt. So wie die Andrea vorne auch und so. Das fand ich auch witzig. Also vielen herzlichen Dank, Caro, für deine ganze Mühe, für das alles, für das ganze Album und für deine tolle Seite. Und das hier ist auch gigantisch schön, finde ich. Das ist selber gemalt, also das sieht ja wunderbar aus. Also es ist wunderschön. Die Schrift und diese ganzen Blumen, ich finde, das ist absolut perfekt. Das ist auf so einem schönen, wie einem selber gemachten Papier. Es sieht wunderschön aus. Das ist von der lieben Sina und das ist so toll. Das ist so eine tolle Seite. Gigantisch schön. Oh, traumhaft schön. Da fehlen einem auch die Worte. Also, jetzt muss ich nur gucken. Genau, also hier habe ich jetzt kurz geschnitten, weil hier eben wieder persönlicher Text und ein Foto vom letzten, oder vom, also hier ist Platz für ein Foto. Ich habe da schon das Teamtreffen-Foto von diesem Jahr eingeklebt. Genau, das fand ich auch eine coole Idee, dass man das dann gleich in dem Album unterbringen kann. Herzlichen Dank, Sina, für diese tolle Seite. Wunderschön. Und die nächste Seite ist auch so wunderschön. Die ist von der lieben Heike. Und sie hat hier extra mit dem Set gebastelt, das ich mir bestellt habe, weil mir das so gut gefallen hat und ich habe so wenig damit gemacht. Und dass ich noch mehr Inspirationen dafür bekomme, hat sie das extra rausgeholt und hat das für mich gebastelt. Das finde ich so schön. Sie hat hier auch Naturmaterialien untergebracht. Das passt auch sehr gut zu Heike. Du bist einfach wunderfabel toll als Schrift. Das fand ich auch so süß, da war ich auch sehr gerührt und das sieht echt toll aus. Also da sieht man schon, das ist schon eine coole Farbkombination auch mit dem Kupferbraun, glaube ich, ist es von der Farbe. Sieht schon richtig cool aus. Muss ich schon wieder rausholen, das Set, und damit werkeln. Und auch im Hintergrund, halte ich mal kurz nochmal ein Bild, sind hier so verschiedene tolle Etiketten mit schönen Sprüchen. Die sind auch wunderschön gemacht. Extra nochmal mit so einer Doppelumrandung von den Umlochungen. Und also total schön. Kann man hier viele Grüße unterbringen. Hier unten nochmal Babsi ausgestanzt und nochmal was draufgeklebt. Ich finde, die Seite ist gigantisch schön und ich finde die Farbkombination auch super toll. Und ich finde, dass es eigentlich auch ganz gut mit diesem Farbton zusammenpasst, oder? Das ist jetzt Picanus. Vielen Dank für diese tolle gestaltete Seite. Wunderschön. Jetzt kommt auch noch eine coole Seite. Das ist auch ganz praktisch. Also da ist unten drunter ein Foto von der Beate. Und hier... witzig. Also da ist es auch noch so unten reingeklebt. Momente, Kreativität verbinden mit dem Herz. Das, vielleicht, weil ich das halt immer zeige... Und dann hat man hier noch so eine Banderole mit einer Landkarte drauf. Ich mache es jetzt aber mal, versuche es mal andersrum aufzumachen. Auf dem Weg ins schöne Bayern hat sie da eine Landkarte drauf gemacht und wie ihre Fahrtroute ist. Das finde ich total witzig, ist auch eine super coole Idee. Wunderschön auch mit dem Glitzerpapier, das schaut toll aus. Das glänzt so richtig schön. Weiß nicht, ob man es sieht, aber ja, finde ich auch eine ganz coole Seite. Farben sind auch interessant, kombiniert auf jeden Fall mit dem Grün und dem Braun. Und dazu diesem Silber. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach so die Hintergrundgestaltung von der Seite. Die ist auch richtig toll. Und ich kann das auch einfach einmal zeigen. Dream, create, inspire. Du inspirierst mich. Voll süß. Also auch diese Seite finde ich wahnsinnig schön. Oh, da ist leider ein bisschen was. Ah, da sind wir anscheinend irgendwann mal hängen geblieben. Das ist ein bisschen weggegangen, aber das kann man wieder kleben. Diese Seite finde ich auch total schön von den Farben, die Kombination dieser Bilderrahmen. Dieser Bilderrahmen ist total cool gestaltet. Ich versuche das jetzt mal in die Kamera zu halten. Da seht ihr das, das ist teilweise abgerissen und einfach mit dem Glitzerpapier wieder oben drauf gesetzt. Und das macht sich richtig gut. Auch die Umrandung finde ich cool und das ist einfach auch eine mega coole Seite und wäre auch ein cooler Kartensketch. Finde ich. Also echt total schöne Seite. Und auch, wenn man da mal guckt... Allein dieses D mit zwei Farben,
Das R mit zwei Farben, das E mit wie so einer Schattierung. Also es ist auch wieder wahnsinnig aufwendig gemacht und Beate hat sie auch komplett verausgabt, wirklich in allen Sachen, wo sie uns gewerkelt hat. Mega aufwendig und toll gestaltet. Dankeschön, Beate. Die nächste Seite ist von der lieben Pepe und die ist auch toll gestaltet mit dem Hintergrund, dass sie hier zwei, ein bisschen so zwei Welten aufspiegelt, mit Schmetterlingen und Glitzer und Funkel und vielleicht mit Menschen, denen es eben nicht so, die nicht so viel haben wie wir und trotzdem glücklich sind. Und sie engagiert sich auch sehr sozial im Togo und ist da unsere gute Seele. Und wir versuchen auch bei den Teamgeist die Karten immer zu spenden, die kannst du dann verkaufen und dass sie dieses Geld dann in diese sozialen Projekte stecken kann. Und sie ist da einfach eine ganz tolle, großes Vorbild auch und eine total tolle, herzliche und liebe Person, die sich dafür wunderschön einsetzt. Und das hat sie in diesem Beitrag für mich in dem Buch super dargestellt. Und auf der Rückseite hat sie jetzt auch einfach geschrieben, dass sie ihre Arbeit und die Einblicke in ihre Togo-Arbeit zeigen will und hat da noch verschiedene Fotos aufgeklebt, auch mit sich selber und so. Also das ist auch eine ganz, ganz individuelle, tolle, persönliche Note und eine ganz persönliche Gestaltung für diese Seite. Und auch die Vorderseite, finde ich, könnte man auch super als Kartensketch benutzen, wenn man das über die Karte verteilt. Könnte man das ja auch mit eigenen Bildern machen oder dass man einfach zwei Schmetterlinge so nebeneinander als Kartensketch gestaltet, das wäre auch eine super tolle Idee. Jetzt ist leider mein Kreis verschwunden. Die nächste Seite ist von der lieben Nadine und da hätte der Kreis jetzt besser drauf gepasst. Also hier ist ein Foto von ihr, total schön. Und dann im Hintergrund, also das wäre auch ein mega genialer Sketch, finde ich, wenn man sieht, wie hier die Blüten sind hier im Hintergrund embossed und dann wird das aufgesetzt mit so einem Rahmen und dann hier zwei Kreisen oder sogar drei Kreisen. Drei Kreisen eigentlich, weil das Foto ist ja auch noch drauf und dann hier die Blüten so drauf arrangiert und nochmal ein Kreis, das spiegelt sich so wieder, das ist eine total tolle Form und eine total schöne Seitengestaltung. Also ich finde, das wäre auch für Scrappen zum Beispiel, also eine mega schöne Seite, finde ich total genial als Scrap-Seite auch und natürlich auch ein bisschen kleiner als Kartenform wäre das auch total schön. Hier mit dem Danke in erhobener Schrift und Sprenkelchen, das ist so schön alles und auch die Schrift, also diese Seite gefällt mir auch total super gut. Das ist alles wieder total harmonisch und passend und wunderschön, liebe Nadine. Und jetzt gucke ich mal, was ich da so zeigen kann. Und jetzt ist die Rückseite auch total cool. Also auch wunderschön von der ganzen Farbgebung, von dem Ganzen, was zusammenpasst. Und sie hat hier oben auch noch so ein Klappalbum gemacht, wo ich dann auch selber noch Bilder einkleben kann. Also das ist jetzt ganz praktisch. Auf der Rückseite hat sie die Bilder quasi, die ich euch ja jetzt dann quasi eh zuhalten hätte müssen. Es passt jetzt genau, dass man das so auseinanderklappen kann und man kann es halt auch in die andere Richtung machen. Und es ist halt auch total schön. Und auch der Text, den die Nadine geschrieben hat, also hui, da war ich auch ganz nah an den Dreh oder habe ich schon ein Tränchen verdrückt oder zwei oder fünf oder so. Also wunder, wunderschön. Vielen Dank, liebe Nadine. Ja, und hier hinten, dann war da noch was Tolles. Da ist noch ein Geschenk versteckt. Und ja, da ist für mein leibliches Wohl auch noch wunderbar gesorgt und ist auch noch so schön da reingearbeitet. Und ihr seht auch hier wieder die Mohnblüten natürlich. Also, ich glaube, jeder hebt dieses Papier für mich auf. Total süß. Also, Mädels, ich bin echt immer noch und immer wieder und total gerne überwältigt von diesem wunderschönen Album und danke euch ganz herzlich für eure mega große Arbeit und für die Liebe, die ihr da in jedes Detail reingesteckt habt und für diese gelungene Überraschung danke ich euch von ganzem Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt jetzt tausend Millionen wunderbare, super tolle Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten für alle möglichen Anlässe bekommen und ihr könnt gerne noch weiterschauen. Ich blende euch noch ein paar Videos ein und ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und bis bald. Tschüss, danke fürs Zuschauen.